Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute wieder zu einem Gespräch mit Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein, Professor für Neues Testament an der Universität Tübingen. Eine Universität, in der es zwei theologische Fakultäten gibt. Ne? So ist es. Eine evangelische und eine katholische. Jawohl. Getrennt, aber doch zusammenarbeitend. So ist es. Und mit einer Bibliothek in einem Haus und mit gleichen Gängen, sodass wir im Gespräch und Diskurs sind. Jawohl. Gibt es dort viele ökumenische Diskussionen? Oder? Ja, traditionell ist das so. Und wir haben Arbeitskreise, dann natürlich innerhalb unserer Fächer auch gemeinsame Projekte. Das ist eine gute Tradition. Auch Studenten oder Studentinnen, die bei den evangelischen oder bei den katholischen gleichzeitig belegen? Oder? So ist es. Ich habe immer wieder auch katholische Studierende in meinen Vorlesungen und Seminaren und schätze es sehr, weil es schon für die Studierenden den Dialog und die Ökumene nahelegt. Ja. Wir wollen heute wieder über ein Gleichnis sprechen. Ein Gleichnis, ich glaube, das hat eines der wesentlichen insofern, weil es die abendländische Geschichte doch enorm geprägt hat. Ne? Ja, es gilt auch in dieser eher säkularen Zeit als das bekannteste Gleichnis Jesu. Das vom barmherzigen Samariter, braucht man gleich, glaube ich, mehr zu erzählen, weil bei dem es ja aber viele Missverständnisse gibt und viele Fehldeutungen und was weiß ich. Wir versuchen mal ein bisschen uns diesem Gleichnis, über das man stundenlang reden könnte, zu nähern. Also es spielt auf dem Wege zwischen Jerusalem und Jericho, ne, auf der Straße. Ja. Und etwa 30 Kilometer lang oder sowas. Ne? Ja. Mhm. Und das Gleichnis, muss ich noch sagen, das steht im Lukas-Evangelium und zwar im 15. Kapitel. Im 10. Kapitel, ich konnte es nämlich nicht lesen, muss ich die etwas höher halten, im 10. Kapitel vom 25. Vers an. Mhm. Und es steht nur bei Lukas. So ist es. Sogenanntes. Auch das ein Sondergutgleichnis, wie es einige schöne Gleichnisse besonders bei Lukas gibt, also nicht in den anderen Evangelien zugleich erzählt. Und ein Gleichnis, das damit beginnt, dass Jesus, was er ja sehr häufig tat, mit Schriftgelehrten disputiert. Ne? Ja. So ist es. Die Schriftgelehrten waren damals die Fachleute, wenn man so will, in Fragen der Religion und des Rechtes. Wir könnten heute sagen, sie hatten ein Doppelstudium in Jura und in Theologie. Näherhin würden wir heute sagen, es waren die damaligen Theologen. Das ist damals ein Theologen. Mhm. Und sie wollen ihn versuchen, sie wollen ihn ärgern und fragen ihn deshalb, welches ist das wichtigste Gebot, ne? Ja. Aber Jesus war offensichtlich auch in der Debatte nicht ungeschickt und versucht immer wieder auch mit Gegenfragen seine Gegner zu provozieren, so auch in diesem Fall. Und er antwortet dann, und das ist ja in Bezug nehmend auf das Alte Testament. So ist es, auf die Tora, auf das Gesetz. Die Tora, ja. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Also im Grunde das erste Gebot, was wir unter dem ersten Gebot verstehen, das Gebot der Gottesliebe. Ne? Mhm. Und jetzt kommst deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Gehören die beiden zusammen? Sie gehören zusammen durch das Stichwort der Liebe. Sie gehören zusammen dadurch, dass sie das Zentrum überhaupt des alttestamentlichen Gesetzes und der prophetischen Verkündigung verkörpern. Also wir haben den Dekalog, das sind 10 Gebote, die quasi so eine Mitte bilden. Aber wenn man praktisch sagt, wie kann man es noch mehr auf den Kern bringen, auf das Wesen, dann in der Tat ist es das Doppelgebot der Liebe. Und interessant, darin sind sich Synagoge und frühe Kirche, darin ist sich der Schriftgelehrte und Jesus einig. Das heißt, es gibt eine Gemeinsamkeit, das Doppelgebot der Liebe. Gibt es bis heute, ne? Das ist bis heute so und ist in der Tat das Zentrum, von dem aus man nicht nur ökumenisch argumentieren kann zwischen unseren Konfessionen, evangelisch-katholisch, nicht nur argumentieren kann zwischen Kirche und Synagoge, sondern auch innerhalb unseres eigenen Glaubens sich immer wieder besinnen kann. Das heißt also, im Dialog nach außen und nach innen sollten wir immer wieder das Doppelgebot der Liebe als das Zentrum unseres Lebens erkennen. Also Doppelgebot noch einmal, das ist die Gottesliebe und die Nächstenliebe, so die einander bedingen, die zusammengehören. Ja, es wird neuzeitlich immer wieder auch gemacht, dass man sagt, eigentlich sind es doch 3 Gebote. Das kommt auch von der Psychologie so ein bisschen mit rein und der Seelsorge, dass man sagt, wenn ich meine Nächsten lieben soll wie mich selbst, muss ich mich auch selber lieben.
Meine Antwort wäre eine doppelte. Einerseits kann ich das Anliegen verstehen, denn es stimmt, ein Mensch, der sich selber ablehnt und hasst, kann nicht andere lieben. Ja. Und wir haben auch gelernt, wenn jemand quasi aus mangelnder Selbstannahme und Identität ins soziale Engagement hineinspringt und damit ausgleichen will, kompensieren will, macht er weder sich glücklich noch die anderen. Das heißt, es ist schon richtig, dass wir uns selber annehmen müssen. Aber der Begriff der Liebe ist biblisch ein Beziehungsbegriff zwischen Personen. Und Selbstliebe hat biblisch und ich würde sagen auch mit gutem Grund bis in die Neuzeit einen Geschmack, insofern es ja bedeutet, dass du mit dem Ich verschmilzt oder das Ich an die Stelle des Du trittst. Also um es kurz zu machen, das Gebot der Nächstenliebe setzt wohl voraus, dass jemand eine gesunde Selbstbeziehung hat. Ja. Und dann heißt es, liebe deinen Nächsten, wie du es bei dir selber ja auch tust. Ich würde nur nicht den Begriff der Selbstliebe fordern, weil das missverständlich ist. Das kann rein über Egoismus und so weiter ausarten. So ist es, ja. Und nun kommen wir auf dieses Gleichnis. Und Jesus, um dieses Doppelgebot zu erläutern, erzählt Jesus ja dieses Gleichnis. Ja. Und er erzählt von dem Mann, von der Strecke zwischen Jerusalem und Jericho und von dem einen Menschen, der dort unter die Räuber fiel. Ja. Unter die Räuber ist ja auch so ein sprichwörtliches Wort, das kommt ja hierher. Ne? Jawohl. Und sie ließen ihn, die Räuber haben ihn geschlagen und ließen ihn halbtot liegen. Mhm. Und es kam dann ein Priester, auch ein Theologe, ne? Ein jüdischer Priester. War richtig, das, ne? Er war ein Vertreter des Kultes, wenn man so will, des Tempeldienstes. Nicht? Also wenn ich die Priester habe, dann habe ich das vor allen Dingen den Tempel im Blick und den Kult. Und wenn ich die Schriftgelehrten habe, habe ich die Theologen. Man könnte heute sagen, die Vertreter von Kirche und theologischen Fakultäten sind neuzeitlich hier im Blick, quasi das Spektrum. Ja. Und der ließ ihn einfach liegen, der ging dran vorbei. Ja, wir entschuldigen ihn gerne und sagen, ja, er war ja unterwegs zum Tempeldienst und dann durfte er sich nicht verunreinigen mit einem Halbtoten. Ja. Aber diesen Einwand hat Jesus offensichtlich vorweggenommen, indem er ihn gleich von Jerusalem nach Jericho gehen ließ, also hinunter und weg vom Tempeldienst. Und, die Ausrede trägt gar nicht. Die Ausrede würde tragen, wenn er von Jericho nach Jerusalem geht. Ja, nicht im Sinne Jesu, aber man hätte kultisch argumentieren können, hätte sich ja verunreinigt, falls der schon tot wäre. Ja. Das war schon ganz bewusst in dieses Gleichnis hinein. Die Strecke. Jesus hat es so erzählt, dass diese Tür schon zu ist, bevor man sie überhaupt aufmacht. Ah, ja. Und dann kommt ein Levit. Ja. Ganz schnell, was ist ein Levit? Ja, ein Levit ist zugehörig zum Tempel wie auch der Priester, aber er vollführt nicht selbst die Opfer, sondern sie sind, wenn man so will, in ihrem Dienst das, was um den unmittelbaren Kult herum wirksam ist. Und insofern, Priester und Leviten gehören zusammen, beide mit dem Tempel verbunden. Und der hat ihn auch angesehen und ist auch vorübergegangen. Ja. So ist es. Hat ihn liegen lassen. Und dann kommt ein Samariter oder Samaritaner, wie auch. Ja, beides ist korrekt. Ja. Beides ist korrekt. Und der lässt ihn nicht liegen. Und nun sind die Samariter ja ganz besondere Menschen. Was sind das für welche? Ja, die Samariter waren deshalb aus der Perspektive der damaligen Juden, mit denen Jesus hier konkret sprach, sie waren deshalb so kritisch beäugt, weil sie von ihrer Herkunft her ein Mischvolk waren. Das ging Jahrhunderte zurück auf die assyrische Gefangenschaft. Die Assyrer haben die Elite aus den Ländern herausgenommen und Elite von woanders dann wieder hineingesetzt, um den Widerstand der Völker zu brechen. Diese Samariter haben dann einerseits ihre Götter mitgenommen, das heißt also ihren eigenen Kult gehabt. Aber was die Samariter ausmachte, war, dass sie zugleich Yahweh verehrten. In Johannes 4 bei der Samaritanerin, dort heißt es, 5 Männer hast du gehabt und den 6., den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Das spielt zugleich auf die Religion der Samariter an. Das heißt also, Israel hat die Samariter wegen ihrer Nähe und Fremdheit zugleich etwas misstrauisch beäugt. Wenn wir eine Analogie für heute haben wollen, es sind die Fremden in der Ferne für uns nicht bedrohlich, es ist das Fremde im eigenen Land, was uns bedroht. Ja. Und das ist diese alte Spannung, da finden wir Analogien auch in unserer Neuzeit. Der mir nahe ist und fremd zugleich, der bedroht mich mehr als das Fremde und in der Fremde. Ein Jude saß mit einem Samariter nicht zusammen. Ne? Nein, sie haben, wenn sie denn nach dem Gesetz leben wollten und konsequent keine Tischgemeinschaft gehabt, sie haben den Umgang gemieden. Auch da ist Johannes 4 ein schönes Beispiel. Die Samaritanerin ist ganz bewegt,
dass Jesus sie als Frau anspricht, ja, was damals nicht üblich war, dass er sie bittet um etwas und eben als Samaritanerin sie würdigt quasi des Gesprächs überhaupt. Fahren wir dem Gleichnis fort. Dieser Samariter sieht nun den am Rande, Straßenrande liegenden, und es heißt hier, es jammerte ihn. Also er hat Mitleid. Richtig, er erbarmt sich seiner, ja, er sieht ihn und fragt nicht, wer bist du, gehörst du zu uns oder zu den anderen, sondern er erbarmt sich seiner, das heißt, er handelt aus Liebe und Einsicht. Er sieht die Not des anderen und handelt um der Not willen, ohne Berechnung. Und bringt ihn in eine Herberge, ja, und behandelt ihn erst selber und lässt ihn dann dort behandeln und lässt, als er geht, noch Geld da für die weitere Behandlung. Bis er kommt, ja. Das ist ja nun, das ist revolutionär im Grunde, weil für die Juden, die das hören. Ja. Weil das kann man einem Samariter doch gar nicht zutrauen. So ist es. Es ist eine doppelte Brechung. Die Brechung liegt einerseits natürlich darin, das Nächstenliebe zunächst, und das ist ja, hat auch eine Plausibilität, bedeutet die Fürsorge für die, die mir nahe sind. Denn so muss es auch heute sein. Mütter müssen sich um ihre Kinder kümmern, ja, und Familien müssen zusammenhalten, Sippen müssen zusammenhalten. Das heißt, wenn man Nächstenliebe zunächst auf die mir Anvertrauten, die Nahen bezieht, hat das seine Legitimität. Das, ja, darf gar nicht aufgehoben oder kritisiert werden. Das hier Provozierende ist, er kümmert sich um einen, mit dem er gar nichts zu tun hat. Die Ausgangsfrage war ja, die Retourkutsche des Theologen, wer ist denn mein Nächster? Ja. Ja, und an dieser Frage war ja genau diese Debatte entstanden. Und das Überraschende ist, dass Jesus hier die Dinge ja umdreht. Wie definiert sich Nächstenliebe? Nun, wir würden heute sagen, wie ein Jude damals gesagt hätte, Nächstenliebe definiert sich durch die Nähe dessen, dem sie zukommen soll. Also für meine Kinder muss ich sorgen. Ich bin nicht für alle verantwortlich. Für Jesus aber heißt es, dass nach dem Vorbild der Liebe Gottes, die ja auch jedem gilt, dem Guten wie dem Bösen, nach der Liebe Gottes, für die ja alle Menschen geliebt sind, angenommen sind, auch bei der Nächstenliebe gilt, dass die Nächstenliebe sich nicht durch die Nähe definiert, sondern umgekehrt, die Nähe definiert sich durch die Liebe. Das heißt, die Nähe wird nicht durch Verwandtschaft hergestellt, durch gleiche Interessen, wird nicht dadurch hergestellt, dass der andere mir Gutes tut und dann tue ich ihm auch Gutes, sondern die Liebe schafft die Verbindung. Aber jetzt frage ich mal provozierend, muss es denn gleich ein Samariter sein? Das ist doch... Ja, das ist ja das Interessante, dass wir manchmal provoziert werden dadurch, dass jemand, von dem wir es gar nicht erwarten, dies tut. Ich erinnere mich daran, dass ein Freund mir erzählte, dass ihm ein Rad am Auto davongegangen war und er da niederlag und ganz verzweifelt war, weil das weit weggerollt war. Und in der Tat fuhr einer winkend vorbei aus seinem Bibelkreis und es fuhr einer vorbei aus der Kirchengemeinde winkend und ließ ihn liegen. Und dann hielt in der Tat sprichwörtlich ein Türke an und sah seine Verzweiflung und half ihm, holte das Rad. Und er war beschämt und hat gesagt, meine Christenfreunde winken mir nur zu und ich liege hilflos am Straßenrand. Und der, von dem er immer sagt, gehören Sie zu uns oder nicht, haben wir die gleiche Religion, der sieht meine Not und hilft mir. Insofern, das ist das Beschämende, wenn jemand uns vorbildlich begegnet, von dem wir es gar nicht fordern oder naheliegenderweise erwarten. Das ist die Wirkung genau dieses Gleichnisses. Und das ist natürlich auch die Provokation für die Leute, die aus dem jüdischen Umfeld, die das hören, für die war ja doch auch die Gebote doch, ja, eigentlich nur für ihresgleichen gedacht, ne? Und, ja, nicht für die, so, anderen. So ist es, ja. Und jetzt wird das auf einmal ausgedehnt auf andere. Ja, ich glaube, wir müssen hier ganz grundsätzlich von der Frage des Theologen und der Antwort Jesu her in den Blick nehmen. Worum geht es nach dem Gottesbild Jesu eigentlich für den Menschen? Der Theologe fragt, was muss ich tun? Wir leben in einer Gesellschaft, damals wie heute, in der es darum geht, was tue ich? Wir werden bestimmt in unserem Selbstbild, in unserem Wert, nach dem, was wir tun und leisten.
ich denke, also bin ich, hat ein Philosoph der Aufklärung gesagt. Ich lebe jetzt im Schwabenland, da würde man sagen, ich schaffe, also bin ich. Junge Leute würden vielleicht sagen, ich schille oder ich erlebe oder ich fühle, also bin ich. Das heißt, wir definieren uns von Erleben, von Tun, von Leistung her. Die Bibel aber sagt, dass der Mensch geschaffen ist als Gegenüber Gottes, um als Person mit der Person Gottes, als Personen untereinander Gemeinschaft zu haben. Der Schriftgelehrte fragt, was soll ich tun? Und Christus spricht nicht vom Tun der Gebote, sondern er spricht von der Liebe. Es ist hier quasi ein richtiger Wechsel der Grundsicht auf den Menschen. Es geht in unserem Leben nicht primär um Tun, um Haben, sondern es geht um Sein und Beziehung. Und dieser Wechsel ist im Doppelgebot der Liebe festgehalten. Wie viele Menschen bemühen sich nicht, Gott zu gefallen im Judentum, wie bis heute in der Kirche, dass wir fragen, wie gefalle ich Gott? Und wenn ich säkular bin, wie gefalle ich anderen? Wie gefalle ich meinen Vorgesetzten? Wie gefalle ich meiner Bezugsgruppe? Und wir orientieren uns an der Anerkennung, die unserer Leistung gilt. Christus aber spricht davon, dass Gott gar nichts anderes von uns will, als unsere Liebe zu ihm, nämlich ungeteilte Liebe. Und in der Liebe geht es um Beziehung zu Gott und dann eben entsprechend zum Nächsten. Das heißt, es geht nicht allein um Nächstenliebe und Hilfe für den anderen. Nein, das ist das Missverständnis dieses Gleichnisses, dass man praktisch die Leistung einer säkularen Gesellschaft jetzt überträgt auf die Leistung innerhalb einer frommen Gesellschaft. Ja. Und es ist ja manchmal so, dass der Druck für fromme Menschen noch zunimmt, wenn Sie sagen, seitdem ich versuche, jetzt ein rechter Christenmensch zu sein, wird es immer stressiger in meinem Leben, weil ich die Anforderungen an mich gesteigert sehe. Und Sie versuchen, Gott zu gefallen, weil Sie Angst haben, Gott akzeptiert mich nur, er liebt mich nur, wenn ich tue, was er von mir fordert. Und dann in der Tat ist es ja noch schwerer, die Bergpredigt zu leben, als wenn ich mich auf ein Ritual oder ein kultisches Gesetz beziehe. Dann beneide ich ja manchmal andere Fakultäten, andere Religionsformen und andere Frömmigkeiten, die praktisch äußere Formen des Kultes haben. Und ich soll von Herzen lieben. Wie macht man das in Leistung? Da verzweifelt man. Ja. Ist so ein Gleichnis in einer anderen Religion überhaupt denkbar? Ja, wir müssen jetzt aufpassen. Ich wollte nicht um jeden Preis praktisch karikieren und kontrastieren. Gerade im Dialog mit dem Islam wäre mein Interesse vielmehr, die Gemeinsamkeit hervorzuheben, um dann auch entsprechend gesellschaftlich zu gestalten und gemeinsame Lösungen zu finden. Das heißt also, mir geht es weniger um den Kontrast der ethischen Forderungen. Es soll kein Wettlauf sein der besseren Ethik in dem Sinne. Ja. Aber, und da waren wir eben schon, ein solches Gottesbild, wie es Jesus verkündigt und voraussetzt, ein solches Gottesverhältnis, wie er es lebt, ist mir von keiner anderen Religion bekannt. Das meine dass ich, Gott ja. als ein so liebender Vater erscheint, dass wir ihn Abba nennen dürfen. Und diese aramäische Anrede spiegelt sich in unserem Papa ja wieder. Es ist die Lallanrede eines vertrauten Kindes. Und mir geht es also nicht darum, praktisch auf der Ebene jetzt der Theologen in der Debatte zu sagen, wir leisten mehr oder unsere Ethik ist höherwertig, sondern am anderen Ende anzufangen und da genau in ihrem Sinne zu sagen, ein solches Gottvertrauen, eine solche Zärtlichkeit Gottes zu seinen Menschen ist in der Tat analogielos. Was faszinierend ist jetzt, sobald wir die Bergpredigt oder Feldrede bei Lukas betrachten, wenn wir dieses Gleichnis betrachten, dass man sehr schön deutlich machen kann, dass die Rede von der Güte Gottes, von Gottes Liebe, ja nicht dahin führt, dass man einen unverbindlichen lieben Gott gewinnt. Es ist so, wenn ich geliebt bin, wie ich bin, dann ist das viel verbindlicher. Wenn ich geliebt bin, kann ich nicht mehr aggressiv sein. Ich werde entlarvt, ich werde beschämt. Und das ist das Faszinierende an der Verkündigung Jesu. Ich kenne niemanden von allen Religionsstiftern in Gänsefüßchen, wenn man so will, der eine solch radikale Ethik hat wie Jesus. Alle Fadenscheinigkeit, alle falsche Frömmigkeit durchleuchtet er, entlarvt unsere falschen Motive. Und ich kenne keinen, der zugleich so gütig ist und so barmherzig. Man bringt es gerne auf die Formel, Jesus hat in Radikalität die Sünde gehasst, aber den Sünder geliebt. Sie stimmt, diese Formel, und in dieser Spannung ist sie überwältigend. Es ist nämlich die Spannung der Liebe. Es gibt in unserem Leben keinen stärkeren Indikativ,
keinen stärkeren Zuspruch als die Liebe. Und man muss zugleich sagen, es gibt keine größere Herausforderung, kein größeres Gebot. Wenn ich von Gott gesagt bekomme, ich liebe dich vollkommen, dann kann ich nicht mehr unvollkommen sein. So ist, das ist also dann die Quintessenz dieses Gleichnisses, ist wieder der Anfang. Es ist wieder der Anfang, und was man gerne vergisst, also es ist die Beliebtheit des barmherzigen Samariters liegt ja darin, dass man den Eindruck hat, man könnte die christliche Religion quasi auf die Ethik, auf das mitmenschliche Verhalten reduzieren. Ja. Das ist aber ein Trugbild, denn es geht um das Doppelgebot der Liebe. Gott von ganzem Herzen zu lieben, und wer das tut, der kann den anderen nicht vernachlässigen. Der handelt nicht ethisch etwa nur, um Strafe zu vermeiden. Der handelt auch nicht, um belohnt zu werden. Der Samariter hat nicht geguckt, sind die Medien da, werde ich wahrgenommen, werde ich belohnt für das, was ich tue, sondern er handelt in der Tat aus Liebe und Einsicht, so wie Gott ihm gegenüber sich seiner annimmt und ihn liebt. Ist nicht von ungefähr, hat Lukas direkt im Anschluss an dieses Gleichnis die Geschichte von Maria und Martha. Ja. Das müssen Sie noch mal kurz erläutern. Ja, das ist faszinierend, dass Lukas das Doppelgebot der Liebe, was gerne übersehen wird, hier doppelt illustriert. Mit dem Gleichnis des barmherzigen Samariters wird eindrücklich die Nächstenliebe deutlich gemacht. Bei Maria und Martha, übrigens genauso provokativ, nur auf der anderen Seite, wird deutlich gemacht, Maria sitzt zu Jesu Füßen und hört seiner Rede zu. Sie konzentriert sich ganz auf die Person und vernachlässigt darüber den Küchendienst. Und Martha ist die Schaffende, ne? Sie ist die Schaffende, und sie nimmt Anstoß daran. Ja. Und da ist die Antwort Jesu, dass sie das bessere Teil erwählt hat, nur vom Doppelgebot der Liebe her deutlich. Warum? Es gibt keine Erübrigung der Gottesbeziehung. Wer sofort handeln will, bevor er gehört hat, der verläuft sich in seinem Handeln. Wer lieben will, bevor er geliebt wurde, der brennt aus. Und wer nicht zuerst empfängt, der kann nicht geben. Das heißt, Liebe können wir als Menschen nicht produzieren. Wir können Liebe nur empfangen und reflektieren. Und insofern haben wir sehr schön bei Lukas das Doppelgebot der Liebe. Maria lässt sich zunächst beschenken und bescheinen, um dann, so erzählt es uns Johannes in Johannes 12, in der einen Stunde, in der Jesus bei all seiner Aktivität und Hinwendung, in der einen Stunde, in der er einmal bedürftig war vor der Passion, ihn zu salben. Das heißt, wer sich ganz auf Christus konzentriert, der ist als richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit mit der richtigen Handlung und dem richtigen Wort. Aus dem Empfangen werden wir Gebende, und aus dem Geliebten werden wir Liebende. Also Hilfe allein nicht, sondern Hilfe muss aus einem anderen Grund kommen. Ja, sie muss ganzheitlich sein. Sie muss ganzheitlich sein. Ne? Sie muss aus der Beziehung kommen. Ich kann nicht als Unerlöster erlösen, sonst bin ich ein unerlöster Erlöser. Und die Psychologen haben es so schön auf den Begriff gebracht, indem sie von den hilflosen Helfern sprachen. Wenn man die eigene Entwicklung und Erlösung überspringen will, indem man fremde Probleme vor den eigenen löst, dann schafft man mehr Probleme, als man löst. Wer ist mein Nächster? Die Frage haben Sie im Grunde beantwortet. Ich stelle sie zum Schluss doch nochmal. Ja. Ist mein Nächster auch der notleidende Mensch in Afrika? Grundsätzlich würde man spontan sofort Ja sagen, aber man kann sehr schön im Neuen Testament die Umsetzung dieses Gleichnisses und der Lehre Jesu als sehr realitätsbezogen erkennen. Es geht nicht darum, dass ich mich völlig zerstreue und ausschütte. Dann würden die meisten von uns den Weg von zu Hause zur Arbeitsstelle ja überhaupt nicht überstehen. Weil so viel Not in der Welt ist, dass wenn ich alle Not der Welt als Berufung erachte, ich mich völlig verausgabe. Ja. Insofern ist auch hier wieder wichtig, Not ist kein Ersatz für Berufung. Und so war es in der frühen Kirche schon, dass immer darauf geschaut wird, was ist die spezielle Gabe, die jemand von Gott bekommen hat? Was ist die spezielle Aufgabe? Was ist seine Berufung? Nicht jeder ist für alles verantwortlich. Wenn wir uns an die Stelle Gottes stellen, dann verausgaben wir uns, bevor wir richtig anfangen, weil wir uns völlig überfordern. Deshalb ist das Nicht-Sorgen so wichtig,
Gott anvertrauen, den nächsten Tag in seine Hand zu befehlen. Wir sind die Kinder, er ist der Vater. Wir sind nicht Stellvertreter eines abwesenden Gottes auf dieser Welt. Es wurde lange Zeit gerne gesagt, Christus hat keine Hände außer unseren Händen, keine Lippen außer unseren Lippen, keine Füße außer unseren Füßen. Wenn es wirklich so wäre, dass Christus keine Augen, keine Lippen und keine Hände außer unseren hätte, dann hätte er am Leib Christi allen Grund, auch noch kopflos zu werden und zu verzweifeln. Nein, Gott sei Dank, Gott ist Gott und wir sind Mensch. Aber für jeden von uns hat Gott einen Ort und eine Aufgabe und jeder von uns hat eine Begabung. Alle Glieder am Leib haben eine ganz spezielle Aufgabe. Wir sollen nicht wichtig sein, sondern wesentlich. Und die frühen Christen haben das früh lernen müssen, weil es noch keine Hauptamtlichen und keine Ämter in den Kirchen gab, zu schauen, was ist die spezielle Aufgabe, die Gott einem Menschen zuspricht und ihm schenkt. Und wenn Gott mich zu einer Aufgabe beruft, gibt er mir auch die Kraft, sie zu erfüllen. Also, ich bin nicht für jeden verantwortlich, da würden wir verrückt werden. Aber ich bin für den verantwortlich, den Gott mir zeigt. In Afrika oder vor der eigenen Haustür, in der eigenen Familie oder in der Fremde. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Eckstein, und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, Dank, dass Sie uns wieder bei diesem, wie ich finde, sehr interessanten Gespräch gefolgt sind.